Wir heißen dich herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Du bist wertvoll in Gottes Augen, weißt du das? Er hat dich geschaffen und er liebt dich. Du bist ihm wichtig und deshalb möchte er dir helfen und er lässt dich nicht im Stich. Ja, das ist wahr. Hoffnung um 12, wir wollen dich ermutigen. Und ich sage dir heute, mach dir keine Sorgen. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Wir beten gerne für dich. Auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. In Kolosser 3, Vers 17 steht, all euer Tun, euer Reden wie euer Handeln soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. Weil ihr mit ihm verbunden seid, könnt ihr Gott, dem Vater, für alles danken. Ja, alles soll wirklich zeugen von dem, was drin ist. All euer Tun, euer Reden wie euer Handeln soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. Und das ist das beste Zeugnis, das wir sein können für unsere Nachbarn, für die Leute im Alltag, dass unser Reden nicht das Reden ist, wie die anderen Leute auch, das Klagen, wie die anderen Leute auch und die Neuheiten über die Krise und alles Mögliche noch eins obendrauf setzen. Und auch unser Tun sollte ein anderes sein. Nicht so, wie jeder tut, sondern wirklich so, wie Gott tut. Und das ist das, was wir leben sollen. Unser Handeln soll wirklich auch unseren Glauben widerspiegeln. Und er tut es wirklich, und es tut es wirklich, unser Handeln. Aber ist unser Glaube so groß, dass es etwas widerspiegelt? Und dann heißt es, weil ihr mit ihm verbunden seid, könnt ihr Gott, dem Vater, für alles danken. Es heißt nicht für alles bitten in diesem Fall, sondern für alles danken. Danke heute schon für das, was du noch nicht hast. Er wird es dir geben. Danke, Herr, dass du so viel uns gibst. Herr, dass unser Reden, unser Tun, unser Handeln, Herr, wirklich das widerspiegelt, was du bist. Lass uns da wirklich besser werden, Herr. Herr, dass wir jeden Tag das mehr widerspiegeln, dass wir ein Reflektor sein dürfen von dir und nicht von dem, was wir in dieser Welt erfahren. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Auch heute wollen wir wieder beten für Menschen, die Gottes Hilfe brauchen. Und auf Facebook schreibt uns eine Mutter Folgendes. Mein Mann und ich stoßen zurzeit mit unserem Sohn, er ist 8 Jahre, wirklich arg an unsere Grenzen, sodass es regelmäßig Ärger gibt. Ich möchte Gott darum bitten, dass er uns, meinem Mann und mir, Weisheit gibt und uns die Augen öffnet, wo wir anders ansetzen können, damit einfach wieder mehr Harmonie in unsere Familie kommt. Ich will die Fehler nicht zwangsläufig bei meinem Sohn suchen. Ich wünsche mir, dass wir alle einfach etwas sensibler miteinander umgehen, aber dennoch konsequent sein können. Man fühlt sich durch den ganzen Ärger daheim irgendwie, als hätte man auf ganzer Linie versagt. Und Jesus, wir danken dir, dass du auch Versagensängste wegnimmst. Und ich danke dir, dass du in diese Familie hineinkommst mit deinem Frieden und dass diese Ängste verschwinden und dass sie gebunden sind, diese Versagensängste. Ich danke dir, dass Freiheit kommt, dass Weisheit kommt. Danke, Jesus, dass du diesen Eltern Weisheit gibst, mit dieser Situation umzugehen. Und ich danke dir, dass du auch den Sohn berührst. Danke, dass da Harmonie hineinkommt, so wie sie es sich wünschen. Dass Weisheit hineinkommt, damit umzugehen und dass du wirklich eine Wendung schaffst. Danke, Jesus. Danke, dass du da ein harmonisches Familienleben schenkst mit deinem Frieden. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und auf WhatsApp erreichte uns Folgendes. Ich habe ein Non-Hodgkin-Lymphom und habe gerade eine lange Chemotherapie hinter mir. Am 8. Juni habe ich eine CT-Untersuchung und ich bitte euch, für mich zu beten, dass es keine Tumorzellen und Metastasen mehr gibt. Ich bitte, betet für mich um vollständige Heilung. Ich habe einen schlechten Schlaf und bitte auch da, dass ich wieder gut schlafen kann. Danke für euer Gebet. Ja, Jesus, auch diese
Frau, wollen wir dir hinlegen und ich danke dir, dass du ihr begegnest und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der auch Tumorzellen und Metastasen heilt. Danke, Jesus, dass diese Zellen austrocknen und verschwinden. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der auch Krebs wegnimmt. Danke, Jesus, dass du auch das ans Kreuz genommen hast. Und wir bitten dich auch darum, vollständige Heilung, dass dein Heilungsstrom fließt. Und ich danke dir, dass sie auch wieder gut schlafen kann. Danke, dass dein Frieden in der Nacht in ihr Herz kommt oder überhaupt in ihr Herz kommt, dass sie schlafen kann und dass diese Sorgengeister gebunden sind und dass wir sie hinauswerfen aus ihrem Leben. Und ich danke dir, dass sie in deinem Frieden leben darf. Danke, Jesus. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf uns an bis 13 Uhr am Telefon und die Infos sind eingeblendet. Eine Frau bittet um Gebet wegen Haarausfall. Liebes Gebetsteam, ich komme erneut mit der Bitte um Gebet für einen hormonellen Haarausfall, der gerade wieder sehr stark und somit belastend ist. Liebe Grüße und herzlichen Dank für diese Unterstützung. Ja, dafür wollen wir beten. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass du jetzt in dieser Person, Herr, die ganzen Hormone, Herr, ins Gleichgewicht bringst, dass sie so funktionieren, wie du es vorgesehen hast. Ich danke dir, Herr, Herr, dass da Ruhe reinkommt und dass die Haare ganz normal wachsen, Herr. Oh ja, Herr, noch viel schöner wie vorher. Ich danke dir, Herr, dass du Gebete hörst. Danke, Herr. Amen. Amen. Und per E-Mail kam folgendes Gebetsanliegen. Liebes Gebetsteam, vielen Dank, dass es diese Möglichkeit gibt, für andere Menschen da zu sein. Ich bin Christin und glaube an Gott, aber ständig mache ich mir Sorgen und finde keinen inneren Frieden. Innerlich fühle ich mich leer und matt. Es wäre schön, wenn ihr für mich betet, dass mein Glaube fest wird und meine Sorgen und Grübeleien verschwinden. Auch wünsche ich mir Kontakte bzw. Freundschaften, die mein Leben bereichern. Ich danke euch herzlich. Ja, wie ich schon angefangen habe, mach dir keine Sorgen. Und das sage ich wirklich aus Erfahrung, aber auch, weil es in der Bibel drin steht. Und wir wollen jetzt beten und schön, dass du dich an uns wendest und auch weißt, dass Gott da helfen kann. Herr, ich danke dir, dass du wunderbar der Herr bist, der jetzt in dieser Situation, Herr, kommt, Herr, dass du den Glauben stärkst. Herr, danke, Herr, dass du auch dieser Person den Mut schenkst, die Sorgen über Bord zu werfen und frei sein davon, den Sorgen, von all den Dingen, wo sie eh nicht selber tun kann. Ich danke dir dafür, Herr, danke, dass sie mit allen Dingen, Herr, die Sorgen machen, Herr, diese Dinge zu dir bringen dürfen. Diese Dinge zu dir bringen darf. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du Großes tust in ihrem Leben und dass sie ein freudiger Mensch sein darf, ohne Sorgen. Danke, Herr. Amen. Menschen erleben Gottes Eingreifen und das ist so wunderbar. Und aus Österreich kommt diese Gebetserhörung. Ich möchte mich bei euch allen bedanken, die für mein Anliegen Krebs gebetet haben. Die Gebete wurden erhört. Ich hatte eine Untersuchung und mein Krebs ist weg. Wie wunderbar. Und gerade haben wir auch für eine Frau gebeten, die Krebs hat. Und das, was Gott an dieser Person getan hat, das kann er auch bei dir tun, wenn du Krebs hast. Und eine Großmutter schreibt uns folgende Gebetserhörung. Ich bedanke mich für die Gebetsunterstützung für meine Enkeltochter, die Probleme mit 3 Kindern hatte. Gott hat die Herzen der Menschen gelenkt. Alles hat sich zum Guten gewendet. Auch mein Bruder ist wieder gesund. Ich danke dem Herrn für die Führung und euch für die Gebete. Ja, Gott lässt dich nicht im Stich. Ja, das ist wirklich wahr. Und es ist immer auch schön, die Ergebnisse zu hören. Sei es geheilt von Krebs oder dass eine Beziehung wieder funktioniert. Hast auch du irgendwie etwas erlebt mit Gott? Lass es uns wissen. Du hast die WhatsApp-Nummer eingeblendet und mit dieser Nummer kannst du uns einen Text schicken oder ein kurzes Video. Wir würden uns riesig freuen. Ja, der Tipp des Tages. Mit was konnte dich Gott überzeugen, dass du
davon redest. Schreib dir drei Sachen auf, wo dich Gott überzeugt hat und du voll bist. Es heißt ja auch, wessen der Mund voll ist, das Herz voll ist, geht der Mund über. Und von was redest du? Von Gehörtem, was du in der Predigt gehört hast? Redest du von irgendwelchen Dingen, was deine Familie oder dein Glaubensleben dich geprägt hat? Oder hast du ein Erlebnis, von dem du redest? Von dem, was man überzeugt ist, was Gott in einem gewirkt hat, von dem redet man auch. Schreib dir drei Dinge auf, schau sie dir an, dann wird es dir richtig bildhaft und klar. Schick uns weiter dein Anliegen. Das Telefon ist noch geschaltet bis 13 Uhr. Wir beten gerne für dich. Es ist Freitag und da weise ich gerne darauf hin, dass wir nächsten Sonntag um 10 Uhr wieder Livestream haben. Sei mit dabei oder komm einfach mal in die Christuskathedrale. Wir würden uns sehr freuen. Ich möchte dir auch unser Magazin empfehlen und dazu ein kurzer Filmclip. Kennst du schon unser kostenloses Magazin? Mit hilfreichen Artikeln für dein Leben und vielem mehr. Lass dich jeden Monat neu inspirieren. Und wenn du das Magazin zum ersten Mal bestellst, erhältst du das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich hier die Bestellkarte ausfüllen und kostenlos mitnehmen. Wir verabschieden uns ganz herzlich für heute und wünschen dir ein gesegnetes Wochenende. Alles Gute und Gottes Segen. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.